Ole, die Hinrunde ist beendet. Die Rückrunde ist jetzt letztes Wochenende gestartet, beziehungsweise startet für uns an diesem Wochenende in Offenbach. Bevor aber der Blick vorausgeht, erstmal der Blick zurück. Wie fällt für dich als Sportdirektor das allgemeine Fazit nach der ersten Saisonhälfte aus? Der Start war mit Sicherheit schwierig. Ich denke, mit dem Pokalspiel als absolutes Highlight zu Beginn, sehr leidenschaftlich geführtes Spiel, aber am Ende des Tages dann im Elfmeterschießen verloren, dann ersten Spieltag frei, zweiter Spieltag, letzte Sekunde gegen Offenbach verloren und dann eine sehr verdiente Niederlage drei Tage später in Ulm, sodass wir uns schon sehr früh in der Saison in eine schwierige Situation gebracht haben, die Mannschaft dann mit 15 ungeschlagenen Spielen in Serie größtenteils korrigiert hat. Allerdings waren dann doch noch vereinzelte Unentschieden dabei, die dann dazu geführt haben, dass wir den Sprung nach ganz oben nicht schaffen konnten. Insgesamt, sage ich, waren in der Phase viele gute Leistungen dabei, viel individuelle, aber auch kollektive Qualität zu sehen. Nicht ganz die Konstanz, die wir brauchen, um ganz oben zu stehen. Und zuletzt jetzt einfach nochmal ein herber Dämpfer mit dem Spiel gegen Homburg, der dann die Bilanz für die gesamte Hinrunde dann doch eher durchwachsen ausfallen lässt. Du hast es jetzt im Prinzip gerade schon angesprochen, die Konstanz, das Thema. Es gab sehr viele deutliche Siege auch in der Hinrunde, aber auch wiederum Spiele. Auch Homburg hast du angesprochen, bei dem man sich einen anderen Auftritt, ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Ja, wenn man jetzt gerade mal weiß, das jüngste Spiel ist, auf das Derby gegen Homburg blicken, was hat auch in dem vor allem emotional wichtigen Spiel am Ende doch gefehlt? Ja, gegen Homburg hat einfach viel zu viel gefehlt. Ja, wir waren sehr fehlerhaft, wir haben sehr schlampig gespielt im Ballbesitz, hatten zu viele auch leichte Fehlpässe, auch ohne großen Gegnerdruck dabei. So haben wir Homburg erstmal überhaupt ins Spiel gebracht. Und wenn dann noch dazu kommt, was mich am meisten ärgert, dass wir nicht das nötige Feuer dabei hatten, dass wir nicht ausreichend um die Bälle gekämpft haben, uns individuell auch mal durchgesetzt haben, Bälle festgemacht vorne und Zweikämpfe geführt, gesucht und auch gewonnen haben, ja, dann wird es halt ein 50-50-Spiel. Und 50-50 Spiele kann man natürlich auch verlieren, das haben wir gemacht. Und jetzt hatten wir zwei Wochen nicht die Gelegenheit, oder die Jungs auch nicht die Gelegenheit, sich zu rehabilitieren, eine gute Leistung zu zeigen und den Trend einfach wieder ins Positive zu verkehren. Das war mit Sicherheit auch keine ganz leichte Zeit, zumal das Spiel, wie du selber gesagt hast, einfach auch emotional für den Verein sehr wichtig war und auch für den Tabellenstand mit Sicherheit wichtig war. Jetzt gab es ja wenige Tage nach dem Derby auch noch weitere Rückschläge, leider durch die ersten Corona-Fälle innerhalb der Regionalligamannschaft. Erste Frage natürlich vorab, wie geht es den Betroffenen momentan? Ja, das ist die gute Nachricht, den Betroffenen geht es inzwischen schon wieder sehr gut. Die meisten sind inzwischen ohne Symptome und auch der Verlauf war im Grunde die ganze Zeit mild. Wir hatten schon zwei dabei, die stärkeren Husten hatten. Wir hatten auch vereinzelt leichtes Fieber dabei, aber insgesamt niemand, der da irgendwie intensivmedizinisch betreut werden musste. Daher muss man sagen, hatten wir Glück im Unglück und die Jungs sind, ja, ich würde fast sagen, über den Berg. Jetzt kann man ja auch glücklicherweise sagen, es war das erste Mal, dass wir von Corona betroffen waren, hier im Verein, bei den Profis zumindest. Wie hast du die Situation in der vergangenen Woche allgemein wahrgenommen? Und ja, inwieweit ist auch bei den negativ Getesteten auch nochmal Normalität angekehrt, was auch Trainingsbetrieb und so weiter angeht? Es galt letzte Woche einfach, die Situation professionell anzunehmen. Wie gesagt, waren wir bisher verschont von Fällen. Das waren anderthalb Jahre, wo wir uns, glaube ich, auch ganz gut an alles gehalten haben. Das spricht zumindest dafür, dass wir keine Fälle hatten. Jetzt waren wir einmal davon betroffen, aber in Anbetracht der aktuellen Fallzahlen musste man davon ausgehen, dass es uns auch irgendwann mal treffen kann. Wir sind da in Absprache auch mit dem Gesundheitsamt, haben wir alle Maßnahmen unmittelbar ergriffen, so dass ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, dass ich aus diesem Verlauf keine weiteren Fälle erwarte. Jetzt haben wir auch genug von den ganzen negativen Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Es gab natürlich zuletzt auch positive Neuigkeiten. Und zwar durch die zwei frühzeitigen Vertragsverlängerungen mit Lukas Schnellbacher und Paddy Dragon. Außergewöhnlich waren mit Sicherheit auch die Laufzeiten von jeweils 4 Jahren. Was waren von deiner Seite, von Vereinsseite, da die Beweggründe? Ja, ich freue mich sehr, dass wir da zu einer Einigung gekommen sind mit beiden Spielern. Ich denke, beide sind sportlich, aber auch menschlich über jeden Zweifel erhaben. Sie stehen sehr für das,
was wir in den nächsten Jahren auch aufbauen wollen und haben in den letzten Jahren schon viel dazu beigetragen, dass wir über weite Strecken sehr erfolgreich waren. Für den Verein ist es wichtig, dass wir diese Spieler auch in den nächsten Jahren einfach in ihrer Entwicklung begleiten können, dass sie eine Triebfeder sein können für unsere sportliche Entwicklung. Und ich denke, es ist beidseitig einfach ein tolles Commitment, dass der Verein sagt, ja, wir vertrauen euch, wir glauben daran, dass ihr gut genug seid, um uns zu helfen, nach oben zu kommen. Und vom Spieler auch ein großes Commitment zu sagen, wir sind Mitte 20, wir haben mit Sicherheit interessante Anfragen auch von anderen Vereinen. Wir wollen uns das gar nicht groß anhören, sondern wollen zu einem frühen Zeitpunkt schon klar sagen, wir sehen unsere Zukunft in Elversberg und wir wollen gemeinsam hier was richtig Cooles aufbauen, was erreichen. Deswegen sage ich von beiden Seiten, starkes Zeichen, starkes Signal, was mich auch total freut. Dann richten wir jetzt auch nochmal den Blick nach vorne, zurück zum aktuellen Geschehen. Mit dem Spiel in Offenbach, wir haben es am Anfang angesprochen, steht am Sonntag ein Rückrundenauftakt an, gleichzeitig ein sehr wichtiges und auch schwieriges Spiel. Offenbach ist momentan Tabellenerster, spielt zu Hause. Dazu kommen die Corona-bedingten Ausfälle, die ja nach wie vor, auch wenn es ihnen jetzt wieder gut geht, in Quarantäne sind. Kevin Konrad ist gesperrt, also schwierige Vorzeichen. Wie groß ist die Hürde am Wochenende? Ja, die Rahmenbedingungen sind mit Sicherheit nicht einfach und der Gegner ist auch alles andere als einfach. Aber das ist das, was wir wollen. Wir wollen uns mit guten Gegnern messen. Wir wollen uns messen, wenn es auch um was geht. Und es geht für beide Mannschaften um viel in diesem Spiel. Vielleicht sind auch sogar einige Zuschauer dabei. Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar, wie viele es wirklich sein werden. Aber wir wollen diese hitzigen Spiele und wir wollen diese Chance haben, uns zu messen. Ich habe große Lust, dass wir auch vieles wieder ins Positive verkehren, was wir vielleicht gegen Homburg haben liegen lassen. Und ich habe diese Woche auch bei der Mannschaft im Training das Gefühl gehabt, dass die Jungs auch heiß drauf sind und darauf brennen, diesen letzten Eindruck wieder wettzumachen. Deswegen sehe ich eine große Chance für uns, einfach was zu erreichen. Weil wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir auch Besonderes leisten. Und ich glaube, in Offenbach zu bestehen und dort zu gewinnen, das wäre etwas Besonderes. Definitiv. Insgesamt stehen im Dezember jetzt noch 3 Spiele an. Neben Offenbach sind es die Spiele zu Hause gegen Ulm und dann nochmal zum Abschluss auswärts in Koblenz. Wie blickst du insgesamt jetzt auf die letzten Spiele vor der Winterpause hinaus, die durchaus richtungsweisend werden könnten? Ja, da ist der Ausblick ähnlich wie allein aufs Offenbach-Spiel. Im Grunde genommen ist der ganze Fokus jetzt erstmal auf dem nächsten Spiel. Natürlich sind wir uns auch darüber bewusst, dass danach auch Ulm wartet und dass mit Koblenz auch nochmal eine schwierige Aufgabe im letzten Spiel wartet. Das sind schon 3 wichtige Spiele, aber ich habe auch großes Vertrauen in die Qualität der Mannschaft und bin mir sicher, dass sie in den nächsten Spielen wieder ihr wahres Gesicht zeigen werden. Und dann ist mir vor keinem Gegner bange und vor keiner Aufgabe. Und dann haben wir, wie gesagt, eine große Chance, einfach auch vieles wieder zu korrigieren in der Tabelle. Und diesen positiven Blickwinkel, den möchte ich unbedingt auch rausarbeiten und den sollen die Jungs auch so klar haben.